was hurt, I was lost your mind. The man you love hurts you all the time. When things go wrong with you, it hurts me too. Love them all, should love them less. They got behind, I'll take his man. When things go wrong, it hurts me too. Oh man, what would you? Should love them last. They got behind me, and I'll take his best. When things go wrong, along with you, it hurts me too. About to leave, about to put him down. Yes, I can't stand to see him on. They pushed around when things go wrong. It hurts me too. Almost lost your mind. The man you love hurts you all the time. When things go wrong, along with you, it hurts me. Keinen Eintritt zahlen, das ist auch gut so. Das heißt nicht, dass sie hier kostenlos wegkommen, sondern es ist ihrer Großzügigkeit und ihrem Herzen und ihrer Stimmung überlassen, nachher, es kann in der Pause sein, es kann auch ganz Schluss sein, doch etwas hineinzuwerfen in diesen Behälter. Und zwar, das Konzert heute Abend findet statt zugunsten des Kinderhospiz Burgholz in Wuppertal. Ich komme aus Remscheid und unser bergisches Land hat kein Kinderhospiz und die betroffenen Familien müssen weite und beschwerliche Fahrten nach Düsseldorf, nach Köln oder nach Dortmund auf sich nehmen. Und dann hat sich eine große Initiative gebildet, die ein ehemaliges Kinderheim umbaut und auch ein Kinderhospiz errichtet mit 12 Plätzen für die Kinder und auch für ihre Familien, damit die dann in einer guten und netten Atmosphäre auch sein können, damit da Urlaub gemacht werden kann, damit man sich entspannen kann, nicht immer nur an Schlimmes und an Krankheit denkt. 12 Plätze werden da geschaffen, Baubeginn war vergangenes Jahr. Und mir ist dieses Projekt ans Herz gewachsen, es gibt viele Dinge, die ich unterstützen kann. Aber ich habe gedacht, mit den Konzerten möchte ich gerne etwas tun, was bei mir so in der Nähe ist. Und den Leuten sagen kann, da kannst du hinfahren, da kannst du gucken, das kann man anfassen, das kann man sehen. Und das ist etwas in meiner Region. Dafür wollte ich was machen, weil ich habe viel, viel mehr, als ich brauche. Und aufgrund dankbar zu sein, habe ich gedacht, dann sollten diese Dinge, die man mit der Musik erreichen kann, nicht auch noch um den letzten kleinen Luxus in meinem Alltag noch irgendwie bunter zu gestalten, sollten nicht dafür sein, sondern ich habe gedacht, dann mache ich das für dieses Kinderhospiz und ich würde mich freuen, wenn Sie die Arbeit des Kinderhospizes mit unterstützen würden und dann nach Ihrem Vermögen und nach dem, wie es Ihnen gefällt und was Sie erübrigen können, da hinein tun.
Es geht 1:1 rein. Meine Fahrtkosten trage ich übrigens auch immer komplett selber zu diesem Konzert. Also da sind keine 2% Verwaltungskosten und nichts. Es geht 1:1 ans Kinderhospiz. Sie können sich auch, wenn Sie möchten, im Internet informieren. www.kinderhospiz-burgholz.de. Ein Spendenkonto, da ist auch der Stand der aktuellen Arbeiten. Ein paar Mal, bis ich es vermeide, mein Bild mit Gitarre und bei dem Ding, die ich so tue dabei. Sie können also sehen, dass das alles auch seine Richtigkeit, seine Ordnung hat. Und ich sage jetzt schon vielen Dank für Ihre Spenden und für Ihre Unterstützung. I'm